Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Railroads Online. Es ist ein bisschen Zeit vergangen zu der letzten Episode. Ihr seht, es ist mittlerweile Winter. Und ich habe ein bisschen was gebaut und ja, wir haben eine dritte Lok mit dem Namen Yoshi. Und ja, der erste Task wird heute erstmal sein, dass wir hier bei der Schmelzhütte das Scheitholz abliefern. Also da habe ich mir noch ein paar Wagen gekauft und das Erste, was wir hier tun, ist die Lok hier umsetzen. Dann fahren wir hier rein. Und dann habe ich dann noch ein kleines Präsent für euch. Aber zu dem kommen wir erst noch. So, die Lok ist aufgeheizt. Und wir sagen, los geht's. Ja, ist schon eine schöne Lok. Und wir können es hier einfach machen und einfach nur die Weiche umlegen. Wunderbar, ich glaube, das reicht schon. Wenn wir gleich sehen, was hier die Weiche sagt. Ja, sehr gut. Und einmal vorbei. Na komm. Sehr gut. Pfiff. Und Abfahrt. Also, Bremse natürlich raus. Das wäre noch sehr gut. Ja, war vielleicht ein bisschen arg schnell. So. Schnellste Lok im Spiel. Einmal hier vorbereiten und dann bitte hier nach links. Wie sieht es hinten aus, die Kupplung? Die ist sauber. Sehr gut. So, einmal rein. So, rückwärts. Einer Pfiff. So, jetzt einfach mal nicht zu schnell hier. Sehr gut. Und ankuppeln. So, die Weichen werden wir hier nochmal einstellen. Das müsste passen. Ja, den hinteren Rest, den werden wir auffahren. Und weg geht's. Oh, da ist wohl noch eine Bremse irgendwo an. Schau ich mal. Ah, die ersten zwei. Gemäß Railroads Online Extended. Du bist dran und hier. Rest ist frei. Jetzt soll es aber gehen. So, Abfahrt. Oh, der Tender ist frei, oder? Ich muss jetzt nur ein bisschen härter arbeiten hier mit den Wagen. Ich spiele mit dem Gedanken, dass ich das Sägewerk auch nochmal leicht drehen werde. Ich habe das auf unserem Discord-Server gesehen, dass das jemand gemacht hat. Und da lässt sich dann wesentlich besser reinfahren. Ich denke, das werde ich mitunter als neues Projekt mit aufnehmen, dass wir das hier noch drehen werden. Ich hoffe, ich passe mir den ganzen Wagen in das Stumpfgleis rein. So viel Wagen habe ich das noch nie probiert. Okay, das passt.
Das seht ihr jetzt auch, ich bin zwischenzeitlich einige Male von der Mine hier runtergefahren und habe hier das Eisenerz runtergebracht. 292 haben wir hier momentan, die Eisenerzmine ist momentan leer. Die braucht wieder Holz. Das heißt, jetzt geht es dann weiter dann mal zur zweiten Mine. Aber ich wollte jetzt hier das Scheitholz nochmal aufladen, weil das ist ja komplett leer. Weichen vor mir. Ah, jetzt fahre ich auf das Ausweichgleis. Naja, gut, nicht ganz so schlimm. Ich habe mir gedacht, ich mache hier noch so eine kleine Ausweiche. So, anhalten. Bitte, danke. Wie weit haben wir noch? Oh, nicht mehr weit. So. Einmal hier nach hinten. Weiche. So. Ich würde sagen, wir stellen uns jetzt mal hier hin. In Extended hole ich mir jetzt mal kurz die Steuerung. So, wo bin ich? Da bin ich. Lokomotive. Open Controls. Rückwärts. 12. Dankeschön. Kommst du? Hallo? Ah ja, geht doch. Ganz langsam. Lass mich da rauf. Ah, ich kann hier nicht rauf. Wir geben mal ein bisschen mehr Schmackes. Ich glaube, ich mache das vom anderen Monitor aus. Damit bei euch die Kamera nicht so komisch hin und her geht. Wenige Meter noch. Es wäre jetzt ein idealer Job für Multiplayer. Dass da einer einweisen tut. Okay, einmal abladen. Bitte, danke. Das dürfte gerade instant verwendet werden. Okay, sehr gut. So, dann werden wir jetzt hier hinten bis auf Anschlag fahren. Bremsen werden gelöst. Noch bitte Gas geben. Es ist so dämlich mit dieser Ladelampe hier. So, voll in die Eisen. Dankeschön. Dann können wir dich noch entladen. Ja, geht schon wieder runter. So, wir haben jetzt hier 8 drin. Kann ich dich hier so entladen oder ist das jetzt für nichts? Oh, es geht nach oben. Cool. Das hat funktioniert. Nice. Dann werden wir die Wagen mal ganz kurz woanders hinstellen. Ich stelle mich mal auf den hier. Und dann bitte nach hinten ziehen. Schieben wir dann einfach auf das Gleis, wo wir dann eh auch raus müssen. So, ich glaube, es ist der Hebel, ne? Ja. Cool. So, bitte wieder nach hinten. Oh, diese Pfeife ist so abartig laut. Wir können eigentlich uns mal hier hinstellen. Und schauen, ob wir mal bremsen müssen.
So, ich denke, das reicht. Einmal bremsen. Und bei dir haben wir die Bremsen rein, damit du hier nicht abhaust. Und der kann wieder weg. So. Ah, wir brauchen mehr von diesen Wagen. Okay, anhalten. Und wir stellen uns wieder hier hin. Und schauen uns das Spektakel da an. Retour bitte. Ich hoffe, das geht jetzt gerade alle. Aber es sieht so aus, als würden jetzt gerade alle gehen. So, entladen. Einmal zu. Ah, scheiße, ne. Ich glaube, es geht sich gerade mit einem Wagen nicht aus. Oder? Ne, doch, das könnte gehen. Müssen wir nur bis zum Anschlag hier fahren. Okay. Bremsen nochmal lösen und bis nach hinten. Oh, ein bisschen geht noch. Okay, anhalten. Perfekto. Gut, mehr dürfen es da nicht sein. Das sind genau zwei Teile hier. Cool, 100. Da könnten wir jetzt noch ein paar Mal fahren. Wie sieht man vorne aus mit dem Output? 70 von 100. Was ist hier? 35 von 100. Jo, da können wir noch einige Male fahren. So. Jetzt geht es, das Ganze hier wieder zusammenzubringen. Und dann wegzubringen. Vorwärts bitte. So, dich brauchen wir. Und dann stehen wir eigentlich schon richtig für die Ausfahrt. Also für oben. Dies ist Seve. Stellen wir uns gerade hier hin. Da können wir gerade ankuppeln, wenn der kommt. Okay, das wird ein bisschen heftiger ums. Perfekt. Und dann würde ich sagen, ab in die Lok. Können wir wieder selber fahren. Na komm. Dankeschön. Und tschüss. Müssen wir mit der Lok ein bisschen aufpassen, denn Black Moon, der mit der Lok ein bisschen schon gefahren ist, mit den Wagen da dahinter, der ist mit der Fullspeed gefahren und da hat sie die Wagen ständig rausgeschmissen. Ich weiß nicht, ob das wegen dem Multiplayer-Lag gewesen ist oder weil die Lok einfach wirklich zu schnell ist für die Wagen. Das werden wir gleich mal ausprobieren, auf der Bergstrecke. Aber da oben gibt es noch etwas, was ich euch zeigen muss. Das müssen wir aber hier erstmal aufs Plateau wieder rauf.
So, anhalten. Weiche. Und bevor wir auffahren, machen wir hier das Licht an. So. Soll alles seine Ordnung hier haben. Und los geht's. Jetzt muss ich nur noch die restlichen Weiche kurz prüfen. Ja, wir fahren da so. So. Das passt. Sehr gut. Oh, Moment mal. Oder? Fahr ich hier richtig? Nee. Ja, doch. Jetzt war ich gerade selber verwirrt. Ah, ich dachte, wir fahren gerade wieder hinten zur Schmelzhütte rein. Ah, ist echt ein bisschen flott. Oh komm, so steil ist jetzt hier auch nicht. Nicht schwächeln hier. Habe ich extra sanft hier gebaut. Ja, was ich jetzt schon mal nebenbei gemacht habe, ist, ich habe die zweite Mine angeschossen. Und die zweite Mine, also das hat mich knapp, naja, 4 Stunden gedauert, dass ich da fertig war. Das habe ich jetzt nicht aufgenommen. Und das wird dann ein bisschen zu monoton. Ich werde euch dann bei der Fahrt dann zu der Mine ein paar Details zu der Strecke erzählen. Das Ding ist, ein Teil der neuen Strecke zu der zweiten Mine ist nichts für Loks wie die hier. Da hat es halt diese ultra engen Radien drin. Also braucht man da irgendwas Kleines. Oder die Getriebe-Lokomotiven. Aber die bleiben hier unten. Die können nur ein Teilstück fahren. Da habe ich dann entsprechend auch Ausweichstellen dafür gemacht. Beziehungsweise einen Platz muss ich noch ausbauen, wo ich ein kleines Depot hinbauen will. Wo die dann gewartet werden können und dann der Lokwechsel stattfindet. Es ist noch Work in Progress. Aber ihr seht, auf der Karte wird es dann einiges zu tun geben. Und man kann dann nicht direkt fahren. Immer wieder rangieren, umsetzen, andere Lok. Ich glaube, das macht es dann auch spannend. Na komm. Jetzt sind die Wagen ja nicht mal beladen. Eigentlich könnte man auch sagen, hier, diese Strecke ist nichts für die Loks, die bleiben hier oben auf dem Plateau und macht da hinten dann gleich einen Lokwechsel. Okay. Also, hier habe ich schon mal ein bisschen umgebaut. Zweigleisig war es ja vorher schon. Hier links hat es ein kleines Stumpfgleis. Kann man den Lok abstellen. Und da rechts hat es eine kleine Abstellung. Der Gedanke ist, dass man hier die Wagen dann bereit macht. Oh, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Bitte fahr da nicht drüber. Holy shit, was ist denn mit der Kurve da im Umbau passiert? Das geht ja mal gar nicht. Gib bitte wieder retour. Das ist ja viel zu eng. Mich wundert, dass jetzt mich da nicht rausgeschmissen hat. Okay, viel weiter retour bitte. Eine Safe Zone hier auf die Weiche hier. Wenn ich hier gleich was abreiß. Holy shit. Ja, also. Hier sollen dann die Wagen abgestellt werden, die auf die Kohlemine rauffahren. Dann holt man sich das hier. Also wird dann gemischt, einerseits mit den Sachen von da unten und halt die, Holzstämme da, was man hier aufbringen kann, dass man das dann hier irgendwie zusammenstellt.
man könnte jetzt doch vielleicht noch ein paar Gleise dazu machen. Oder man macht es bündig zu dem hier. Das Blöde ist, dass da vorne eine Kurve drin ist. Ich möchte eigentlich da Grabstellgruppe mit einer Kurve drin haben. Und dann fährt man hier rauf. So, jetzt haben wir erstmal diese Kurve da mal ein bisschen sauberer machen. Das geht ja gar nicht. Wie hat er... Das gibt's doch nicht. Hat er das Auto so schlecht gemacht? Das sieht richtig beschissen aus. Warum machst du so eine ultra beschissene Kurve da jetzt hier? Das ging vorher besser. Sie fahren wir mal bis hierhin. Das soll man vielleicht auch hier ein bisschen wegnehmen. Geht's ja nicht. So, connecten. Entfernung bis hierhin vielleicht. Und jetzt machen wir bitte eine Kurve hier. Eine schöne. Hallo, komm, connecten. Ja, das ist mal viel besser. Habe ich da sonst noch irgendwo so Killer-Kurven? Ja, aber mit den blöden Bäumen. Ich bin jetzt teilweise ein bisschen auf die Schienen rein. Das ist ultra nervig. Kann die Baumart bei den Seasons nicht immer die gleiche sein? Oder kann man sich wenigstens aussuchen? So, passt. So, und die neue Strecke. Gehen wir jetzt noch nicht mit dem Zug fahren. Jedes Zweigleisige geht jetzt hier weiter. Da geht es ja weg zur Eisenmine. Und hier der linke Schlenker. Und dann geht es hier auf zu der neuen Mine. Es ist hier nicht komplett zweigleisig. Das ist hier quasi eine Ausweichstelle. Dahinter kommt eine Kurve. Dann geht es wieder zusammen und dann geht es weiter. Komplett neue Strecke. Das werden wir aber dann gleich mit dem Zug fahren, der entsprechend dafür ausgelegt ist. Ich würde sagen, ich bringe jetzt erstmal das wieder zurück zur Hauptbasis und stelle mal einen Zug zusammen, wo man die neue Strecke fahren kann, dass man schon mal was Sinnvolles zu der zweiten Linie aufbringt. Also, ich fahre mal eine kleine Runde und für euch gibt es mal einen kleinen Cut. Bis gleich. Okay, ich habe jetzt mal hier die Holzbalken nach oben gebracht mit dieser Lokomotive da. Die habe ich jetzt erstmal hier abgestellt. Wir könnten mit der theoretisch jetzt einen Teil von der neuen Bergstrecke fahren. Ich lasse sie aber erstmal hier. Denn ich will da hinten dann die andere Lok haben. Und mit der fahre ich dann wieder retour. Wir fahren jetzt hier mit der die neue Bergstrecke bis ganz nach oben. Denn es ist klein genug für die engen Radien. Und das wird die erste Fahrt sein mit Last. Ich bin schon mal ohne Last raufgefahren. Mit diesem Schüttgutwagen. Mit Last wird es spannend. Okay. Rein in die Lok. Pfiff. Und ab geht's auf die neue Bergstrecke. Ich hoffe, die gefällt euch. Und das Schöne an dem Zweigleisigen ist halt, alle Güter, die halt hier auf die neue Bergstrecke gehen, die können halt hier die linke Seite nutzen. Und der ganze Rest vom Verkehr ist auf der rechten Seite und ist dabei ungestört. So, alles kommt mit. Sehr gut. So, und ab jetzt sind wir auf der neuen Strecke. Recht großer Ausweichbereich, wo man sich begegnen kann hier. Ich bin immer überlegen, ob ich vielleicht noch einen dritten Ausweichbereich irgendwo in der Mitte noch rein tue. Aber erstmal gibt es nur zwei, den hier und dann kurz vor der größten Anstieg. Ja, ich hoffe echt, ich komme damit nach oben. Wenn nicht, müssen wir vielleicht ein bisschen was abkuppeln. Und Geld sparen für eine stärkere Lokomotive da.
hier wird es dann wieder eingleisig. Steigungen sind hier im Schnitt so zwischen 1 und maximal 2,5% dieser Promille. Also noch relativ flach. Später dann ist das höchste, glaube ich, irgendwas mit 5%. Also nicht so schlimm wie die Bergstrecke zu der Eisenherzmine. Aber da hat sich hier unsere Lok Nummer 2 auch schon sehr gut bewiesen. Das ist auch der Pfad, den ja die eigentlichen Entwickler ja hier vorgesehen haben, dass man den hier fährt. Und ich fahre den aber nur zum Teil nach, denn ich will ja weitestgehend realistische Kurvenradien haben. Und wenn ich das machen kann, musste ich leider ein paar andere Wege nehmen, als wie es der Entwickler vorgesehen hat. Die erste Abkürzung, muss man sozusagen, ist die Brücke hier. Normalerweise wird die Strecke jetzt hier dann nach links reingehen. Und da hinten dann, also hier gäbe es dann die Brücke, aber das wäre mir vom Radius jetzt zu eng gewesen, also dachte ich, machen wir die Brücke hier so rüber. Sieht ja eigentlich auch nicht schlecht. Im Moment erstmal eine Stahlbrücke, mal sehen, ob ich das umbaue zu einer Holzbrücke. Ja, vielleicht noch ein Projekt für später. Aber erstmal bleibt so, sieht gar nicht so doof aus. Ja, und da hinten geht es dann langsam, also ich glaube bei der 100 Meter, 200 Meter geht es dann schon langsam wieder bergab. Hier habe ich den nächsten Shortcut gemacht, denn hier bei der Wegsee ist er nach links reingegangen. Und drüber dachte ich, okay, das tue ich mal ein bisschen entschärfen mit dieser Holzbrücke da. Passt eigentlich auch ganz gut in die Landschaft rein. Ich glaube, wenn man nicht darauf achtet, dann sieht man den anderen Weg auch nicht. Hier wäre zum Beispiel so eine Stelle, wo man noch zweigleisig fahren könnte, im Moment. Wenn wir nur schauen, wie man es dann hier drin macht. Oder man macht zweigleisig ab hier. Da hat man recht viel Platz, bis nach ganz da vorne, dass das noch eine Ausweichstelle wäre. Man dann auch hier ein bisschen gerader ziehen, dass man nicht so den Schlenker drin hat. Das Ding ist ja, dass die nächste Ausweichstelle recht in der Nähe ist. Ich denke, ja, schaden wir jetzt nicht. Ich glaube, das mache ich schon, dass wir hier noch eine Ausweichstelle haben. Dann können wir mit einer höheren Frequenz hier auf zur Mine hochfahren und wieder runter. So. Die letzte Brücke hier auf der linken Seite. Ab da geht es jetzt bergab. Sehr gut. Auf der rechten Seite der Fluss wieder. Dann kommen wir da recht nah. Das ist jetzt quasi Ground Level. Bis zum Anstieg dann hier um die Ecke. So, letzte Ausweichstelle.
Und alles bis hierhin kann man eben mit den großen Lokomotiven fahren. Man bleibt dann hier auf der linken oder rechten Seite stehen. Idealerweise auf der rechten Seite. Sieht aber bis nach ganz vorne. Sobald das Häuschen dann kommt. Da ist es schon. Und da bleiben wir jetzt mal ganz kurz stehen. Anhalten. Ja, wir gehen einfach mal raus. Ja, jedenfalls, hier drin werden dann die Berglokomotiven. Die macht man dann heiß. Oder jemand macht sie schon heiß und dann wird hier die Lok getauscht. Also sieht die Zuglokomotive, kommt dann hier rein, Berglokomotive raus, hängt sich an und fährt dann hoch. Oder unterstützt halt mit zwei. Je nachdem, wie lang hier der Zug ist oder wie schwer. Und hier unten. Hier hat man ja recht viel Platz. Also hier hinten oder da hier hinten. Das ist alles flach hier. Da könnte man theoretisch eine Industrie hin versetzen. Ist die Frage, welche? Eventuell sogar den Holzfäller. Da muss man ganz schön weit fahren bis zum Sägewerk. Aber das wäre so die Idee, dass man hier hin noch was macht. Da hat man recht viel Platz im Spiel. So viel mal zu dem. Wo ist man denn noch? Ach, da hinten. Hier beginnt jetzt der Anstieg. Die erste engere Kurve hier. Ist aber noch halbwegs normal. Abfahrt bitte. Maximum Schmackes. Dankeschön. Da ist die Rampe. Und gerade da oben ist schon die Mine. Ich versage jetzt nicht bei der Bergfahrt. Das wäre echt super. Aber die Radien sind jetzt hier auch schon ein bisschen knackig. Würden aber noch gehen. Der schlimmste ist dann eine ganz große Kurve da hinten. Kannst gleich sehen. Oh, wir werden langsamer. Auch eine enge Kurve hier. Hier hinten kommt jetzt dann gleich eine recht enge Linkskurve. Ich glaube, das ist ein Radius von 55 oder 60. Wirklich eng. Und da braucht man halt irgendwas Kurzes. Und die Kleine macht das eigentlich hier ganz gut. Ist durchgehend der gleiche Radius hier. Ich konnte es halt größer nicht machen. Also vielleicht geht es noch ein bisschen größer, aber ich habe es nicht hinkriegt, dass ich dann hier oben auf das Plateau sauber raufkomme. Und hier kommt jetzt eine Kurve, die ist noch ein bisschen enger. Ich habe da eh versucht, so einen kleinen Schlenker zu machen nach links. Aber wirklich groß ziehen konnte ich sie nicht. Mal schauen, ob ich das irgendwie anders hinkriege. Aber die ist ganz schön eng hier. Fürs Verhältnis. Okay, und da hinten habe ich die nächste Abkürzung gemacht. Wie ihr vielleicht wisst, das Plateau hier geht eigentlich bis nach da hinten, hinter der Brücke weiter, macht dann eine sehr enge Kurve und geht dann wieder nach oben. Die enge Kurve wollte ich mir nicht geben, da bin ich auch schon bei der letzten Staffel ein paar Mal entgleist. Also dachte ich mir, ich gehe davor schon mal rüber mit einer Brücke. Ich glaube, das sieht gar nicht mal so doof aus. Hier werde ich eine Holzbrücke, glaube ich, hinmachen. Erstmal, damit die Strecke fertig ist, habe ich jetzt mir hier die Stahlbrücke hingeklatscht.
Und dann sind wir schon auf der anderen Seite. Die Kurve ist auch extrem eng. Größer vom Radius ging es nicht mehr. Und die letzte Brücke hier. Ja, alles da. Und dann gibt es eigentlich nur noch eine letzte Kurve, die unter der Norm ist. Und zwar ist es diese Kurve da. Und die habe ich eh schon ein bisschen nach außen gezogen, damit man hier sauber reinkommt. Und dann wären wir hier oben bei der Mine. Finally! Endlich geschafft. Okay, anhalten bitte. Dankeschön. So, wir werden jetzt dann gleich hier entladen. Also, das war der Leerzug, mit dem ich hier mal raufgefahren bin. Das war gar kein Problem. Der bleibt auch erstmal hier, bis wir dann hier die Kohle haben. Ja, dann haben wir hier die Ausweichgleise, wie ich ja schon in der ersten Staffel gemacht habe. Kopfgleise, Drehscheibe, Besonnungsanlage, auch wenn der nicht sehr viel bringt. Das wissen es noch nicht. Dann hier zum Auffüllen. Und hier hinten kommen die ganzen Gleise wieder zusammen. Hier habt ihr auch nochmal Brennholzlager. Weiß nicht, ob das da so bleibt. Mit dem habe ich eigentlich angefangen und habe es dann da hinten versetzt. Vielleicht machen wir dann Depot hin. Bin mir nicht sicher. Und hier dann recht großer Auszug, damit man hier mal ein bisschen wegfahren kann. Da oben ist auch der Telegrafenmasten. Und ich würde sagen, wir tun jetzt hier mal entladen. Das mache ich mit einem Extended. Auf einem anderen Monitor. Und lass sie mal ein bisschen fahren. Open Controls. Vorwärts. So, mal 8%. Und los geht's. Und dann braucht es ja hier noch die Schienen. Aber das werde ich dann im Multiplayer machen. Weil dann kann auch einer mit die Holzsachen hier nach oben fahren. Nice. Ah, jetzt hat man die Lok ein bisschen zu schnell. Runter vom Gas. Sehr gut. Läuft ja. So, dann du bitte einmal anhalten. Dankeschön. Oh, ich glaube, das wäre ein Foto wert. Einmal Screenshot. Besten Dank. Ja, und das war's dann auch erstmal für diese Episode. In den nächsten Episoden werden es dann Livestreams sein, beziehungsweise Mitschnitte davon, wo wir dann hier im Multiplayer unterwegs sind. Denn jetzt gibt es ein bisschen Strecke und Sachen zu tun. Ach, das wird spaßig. Mal gucken. Ich freue mich schon drauf und ich hoffe, es hat euch auch gefallen und ja, gebt mir gerne Feedback zu der neuen Strecke, wie ihr das Layout so findet. Und dann bis bald. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.